Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Wir haben das letzte Mal den Schwierigkeitsgrad erhöht auf Legendär und ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen damit. Weil wir doch durchaus, wie wir auch schon gesehen haben, deutlich mehr Schüsse brauchen jetzt, auch wenn wir jetzt schon so stark geskillt sind für unsere Feinde. Ich glaube, hier können wir uns frei bewegen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Vielleicht aber auch nicht. Ist das hier Hängemoos? Tatsache. Der Hängemoos hängt da einfach rum. Oh, das sieht so gut aus. Eieieiei. So, ihr seid alle tot und ich hoffe, ihr bleibt auch alle tot. Man hört ja die Schritte von Farkas. Ah, ein Seelenstein. Sehr schön. Der Langbogen kann drinnen bleiben. Nee, ich glaube, die silberne Hand hat hier kräftig aufgeräumt. Hier oben hätten wir noch etwas. Eine Urne. Aber bisher läuft es einfach nur prächtig. Wie sieht denn unser Goldstand wieder aus? 1400 haben wir. Na gut. Damit sind wir zwar kein Millionär, aber es sieht gut aus. Hallo? Da lebt noch was. Komm raus, wo immer du bist. Was war das? Oh, das sind drei Stück, ne? Hier drüben! So sterb schon! Oha! Okay, wir wurden eh gesehen. Ja. Hör auf, da unten zu fluchen, ihr seid tot. Oh, Jemin! Also auf Legendär ist das natürlich eine Sache für sich. Bitte, was? Okay, ich geb's zu, das funktioniert doch nicht so ganz, wie ich es mir vorgestellt habe. Ach du Himmel. Jetzt kommen die natürlich im Wollen uns haben, ne? Ich hab's mir eigentlich schon gedacht. Wir sind keine Schande. Na, findet er einen Weg nicht? Ich glaube, Farkas ist wieder aufgestanden, ne? Ja, Farkas ist wieder aufgestanden. Seid verdammt! Oh, ich konnte mich noch nicht mal wehren. Ich kann nichts machen. Ja, okay. Ja. Das sind aber komisch gefallen. Okay, dann alles nochmal von vorne. Ist natürlich schon spannend. Müssen wir nur gucken, wie wir es jetzt richtig angehen. Können wir die denn herlocken? Was war das? Können wir. Das trifft sich doch schon mal ganz gut. Glücks. Na, wir wurden entdeckt. Schade. Wir müssen natürlich jetzt nur gucken, dass wir die Nahkämpfer, wenn es geht, ausschalten. Oh, das sieht gut aus. Mehr habt ihr nicht drauf. Ich bring
bringe euch unter die Erde. Boah, gegen drei Stück, das ist schon echt fies, ne? Mir werdet ihr nicht erwischen. Komm, treff ihn ordentlich. Und da geht er zu Boden. Er geht auch zu Boden. Oh, da hätten wir fast Parkas getroffen. Wir müssen aufpassen. Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank. Oh, runter mit dir. So, und jetzt zu dir. Komm her. Jawohl, Nummer 1 haben wir. Oh nein, nicht der Krankheitsheilung. Ich wollte mich nur heilen. Mensch. So, die nächste. Ja, Farkas geht direkt wieder zum Boden, ne? So, da kriegst du nochmal einen Schwung her, du. Komm her. Ja, hacken wir das Gesicht raus. Boah. Ja, wir halten halt nichts aus, ne? Mit der leichten Rüstung ist das... ist das gar nicht so einfach. Ah. Achso, hast du den Schwierigkeitsgrad umgestellt, wenn wir hier schon sind? Auf Meister, genau. Na, ich meine, auf Meister ist okay. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Sollen wir da mit im Nahkampf kämpfen oder... Das Problem ist, wir können uns hier halt nicht wirklich lange verstecken. Ne? Der Bogenschütze macht mir am wenigsten Sorgen. Also wenn das der dreifache Schaden ist, ne, dann weiß ich auch nicht. Bringen wir es zu Ende. Nicht so schnell. Komm her. Und links und rechts und links. Jawohl, den haben wir. Oh Gott. Komm her. Bereit, heute zu sterben? Oh, jetzt aber mal schnell eben ein bisschen Heilung. Ja, meinetwegen auch ruhig voll geheilt. Ja, sehr gut. Einfach feste drauf da. Jawohl, Farkas. Pfeil und Bogen. Bringen wir es zu Ende. Was, wo bist du denn? Was für, hä? Hat er sich geheilt? Ich bringe euch unter die Erde. Na, klasse. Damit sind gleich unsere ganzen Heiltränke weg, ne? Na, komm her. Ich werde euch in Stücke reißen. Wahnsinn, unglaublich. Komm schon, gib auf. Wir sind verloren. Yes. Boah. Oh, haben wir noch irgendwas? Irgendwas, was uns Heilung beschert? Nee, haben wir nicht. Okay. Das heißt, wir haben nur eine Möglichkeit. Ach, er ist in den Nahkampf gekommen, der mit dem kaiserlichen Bogen geschossen hat. Jetzt verstehe ich das. Eine Tribunalmaske in Silber. Das sieht ja mal schick aus. Ah, wir sind zu schwer. Wer hätte damit gerechnet? Okay. Also das ist schon... Wir sollten vielleicht ein bisschen im Nahkampf trainieren. Zeig mal bitte die Maske. Sieht die gut aus? Oh, das ist ja mal ein ganz moderner Look hier. Ja, die sieht gut aus. Gerade unter den Bedingungen hier, ne? Boah, man sieht sogar die Augen dadurch. Wie gruselig. Wir sind ein wenig zu schwer. Was könnten wir denn ablegen? Vom Gewicht her. Und ich gehe davon aus, dass es Waffen sein werden. Geh mal bitte auf Wert. Und dann auf Gewicht. Die Holzfäller-Axt, die schmeißen wir raus. Das Stahlschwert schmeißen wir raus. Danach kommt das Zwergenschwert. Ja. Und dann hätten wir eigentlich vom Gewicht es fast her schon geschafft. Ne? Die Zwergen-Zweihand-Axt werden wir auch einmal auspacken.
So, was haben wir denn hier? Eine Holztür-Adept. Also es ist mega gut, ne? Schön, dass man den Schwierigkeitsgrad ändern kann, aber selbst auf Legendär ist es, finde ich, für den Nahkampf gesehen, einfach sehr unpraktisch. Und Farkas hält auch nicht so viel aus, wie ich es mir jetzt wünschen würde, ne? Ich weiß nicht, mit was das zusammenhängt, aber... Knochenmehl, beschädigte Bücher. Mehr haben wir hier nicht drin, ne? Ne, es sieht nicht danach aus. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Oh, verdammt. Wo ist denn hier der Mechanismus? Ist das Adept? Aha, ja. Ah, sehr schön. Das funktioniert wenigstens einigermaßen. Noch einen kleinen Seelenstein. Den lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Du bist leer. Du bist leer, leer, leer. Alle leer. Wurdet alle schon ausgeraubt hier. Du bist auch leer. Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube, so gesehen erstmal nichts. Ne? Ach, was sieht das cool aus. Ja, und natürlich mit der leichten Rüstung halten wir durchaus weniger aus als mit der... Oha, wo sind wir denn hier? In der großen Grabkammer. Halten wir weniger aus als eigentlich... Oh, jetzt haben wir wieder hier irgendeine Waffe mitgenommen. Als mit schwerer Rüstung, ne? Das ist ja auch so ein Ding, worüber ich mir ein paar Gedanken mache. Oha. Okay. Da haben wir noch ein bisschen Knochenmehl. Hm. Schlüssel erforderlich, Eisentür aufschließen. Finden wir hier einen Schlüssel, oder? Wer hat denn von euch den Schlüssel dabei? Noch eine Truhe. Ach, da ist der Schlüssel. Wer sagt's denn? Nichts leichter als das. Da ist auch noch was drin. Noch ein Edelstein. Wir werden bald Edelsteinhändler, wenn das so weitergeht. Aber wie schön, ne? Es ist halt. Eieieiei. Ist das richtig, dass da ein... Ja, okay, das ist richtig. Kleine Seele gefangen. Ja, was sagt's denn? Kleine Seelen. Aber so die Schleichmechanik und alles drum und dran, das gefällt mir sehr gut. Das haben sie sehr schön gemacht. Ich meine so das Gesamtpaket dahinter. Da können wir noch rein. Hier haben wir irgendwie gefühlt nichts, außer dass wir hier wahrscheinlich durchgucken können. Haben wir dich. Konnte Seele nicht fangen. Oh, wir haben noch was da. Na, wo bist du denn? Oh, was? Du hast uns entdeckt. Wir haben dich nicht mit einem Schlag umgehauen. Genau, infizier bitte, wenn dann ihn und nicht uns. Ja, es gibt ja immer so ein paar Krankheiten, die uns dann erwischen. Achso, hier sind wir jetzt. Okay. Sehr mysteriös alles. Sehr mysteriös. Da hinten geht's auch noch weiter. Okay, Moment, Moment, Moment. Jetzt mal nicht so hastig. Ich glaube, wir haben alle erwischt, oder? Ich glaube es jetzt einfach mal. Septime haben wir hier. Nochmal Septime. Ja, sehr gut. Leintuch, Leintuch. Novize. Ah, noch ein Ticken mehr und dann schwuppsdiwupps ist die Tür auf. Sehr schön. Heiltrank. Ah, Heiltränke.
Finde ich super. Mehr nicht? Oh, ein komisches Zimmer. Wer macht denn sowas? Du bist leider leer. Mehr haben wir hier auch nicht drin. Kein versteckten Hebel oder so. Ich meine, klar, es sieht danach aus, als wäre es eingestürzt, aber... Hm. Das sieht halt schon stark aus, ne? Das haben sie sehr schön gemacht. Als Chemielabor haben wir Materialien dabei, um uns Heiltränke herzustellen. Gesundheit senken, Gesundheit wiederherstellen. Ja, haben wir sogar. Nee, hinzufügen und herstellen. Genauso wie euch beide. Haben wir wenigstens zwei Heiltränke. Das könnte uns ja auch schon ein bisschen weiterhelfen, ne? So, hier war jetzt der Gang. Hier haben wir auch nichts. Wir können halt da hinten irgendwie rüber gucken, ne? Aber ich sehe da jetzt nicht wirklich was. Ich kann noch nicht so ganz nachvollziehen, was die... Keiner da! Verdammt, nein! Genau. Das war schon. Wer habt ihr nicht drauf? Nehmen wir sie mit. Die Seele. Wir hören Wasser. Oh oh. Hör auf mich zu schubsen, Farkas. Schießkunst verbessert auf 44, wie es sich gehört. Du bist weg. Du bist auch weg. Sehr gut. Noch irgendwo ein Vieh? Eieieiei. Die haben ja unser Frostgiftbiss dabei, ne? Ja? Sehr gut. Hm, mumifizierte Leiche mit drei Dietrichen. Das Spiel hat anscheinend erkannt, dass wir viele Dietriche verbraucht haben. Das sieht schon stark aus. Oh, wir haben ja echt noch mehr Gegner. Ich glaub's ja gar nicht. Zack. Ah, schön. Oh nein, das ist ein Wicht. Oha, wir müssen uns verstecken, Farkas. Komm schnell, komm schnell, komm schnell, komm schnell. Das ist ein Wicht. Mit dem ist, glaube ich, nicht zu spaßen. Aufgepasst, Bruder. Tut mir leid. Okay, jetzt wurden wir entdeckt. Auf geht's. Aufgepasst, Bruder. Aber es ist halt so merkwürdig, ne? Dass der Farkas da nicht irgendwie mitmacht. Das ist, schade, dass das so ein bisschen buggy ist. Aufgepasst, Bruder. Aufgepasst, Bruder. Na komm, ein Schuss noch. Ja, aber leider keine Seele. Aber so ein Wicht, eine gewetzte alte Nordstreitangst. Er hat schon was auf dem Kasten, möchte man sagen. Ne? Das war's wieder, oder? Ruhe? Ruhe? Ja, Ruhe. Ruhe ist gut. Das heißt, uns erwarten hier noch ein paar Monster, ne? Ja, vorsichtshalber oben entlang. Hallo? Ah, wer sagt's denn? Da ist doch noch einer. Ein Ruheloser. Mit Pfeil und Bogen. Schleichen verbessert. Ja, sehr schön. Schaut euch das an, wie gut wir schleichen können. Da steht fast vor uns und erkennt uns nicht. Ah, das ist natürlich super. Aber warum kann er denn nicht schleichen, der Farkas? Ein alter Nordbogen. Das ist das Einzige, was mich ehrlich gesagt noch so ein bisschen wundert. Warum können wir gut schleichen? Liegt es an der Ausrüstung oder weil wir in einer Mission sind?
Das müssen wir sonst mit Lydia mal ausprobieren, aber irgendwie ist er eh gerade ein bisschen buggy, ne? So, sind wir jetzt alleine, oder? Ne, hier haben wir nix. Ich bin mal vorsichtig, ne? Hier gibt es bestimmt noch den einen oder anderen, der mit uns spielen möchte, ne? Sind wir von da unten gekommen? Hm. Boah, Wahnsinn, dieses Kerzenlicht. Aber das und vieles mehr gibt es dann wieder das nächste Mal. Bis dahin.